Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und dem Beagle. Wir wollen unsichtbar Gegner erledigen. Mal sehen, wie gut das klappt. Nicht leise Jo. genug. Ja, da hast du recht. Das war wirklich wahrhaftig nicht leise genug. Trollen wird das ja nicht so gut. Erledigt. Sehr schön. Ein Anhänger weniger, Renrock. Wem sagst du das? Hier ist niemand. Na egal. Warte mal, kann ich da hoch? Nö. Wo muss ich genau hin? Revelio. Campringo. Ich muss den Bohrer irgendwie schwappen. Das ist ungünstig. Aber naja. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gog. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du. Wusstest du, wo es war? Nicht! Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gog. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie. Wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackmores letztem Buch. Verschwendete meine Zeit. Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Ah! Nein! Avada Kedavra! Ja.
Armer Lodgok. Vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. So sieht's aus. Ich muss zugeben, mir tat Lodgok auch ein kleines bisschen leid. Und jetzt raus aus diesem verfluchten Ort. Ja, machen wir. Als ich das erste Mal gesehen hatte, aber Rookwood einfach völlig anders wild, ne? Ich muss mich mit Feig in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Mhm. Aber erstmal müssen wir Nebenquests machen, nämlich Poppy und Nati. Wir machen erstmal Nati, weil ich glaube, das ist kürzer vielleicht. Ich weiß es nicht. Die große Halle. Wie, was ist denn jetzt verfügbar? Asambakas Prüfung. Ja, ja, die kann noch warten. Hey, Nati. Manche Tage sind schwieriger. Nati, ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters und finde für ein, zwei Tage Frieden. Aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn. Vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein. Und ich bin schuld, dass er es nicht ist. Es ist nicht deine Schuld, Nati. Du hättest nichts tun können, um es zu verhindern. Das sagt meine Mutter auch. Doch er starb, um mich zu schützen. Und ich kann nicht anders, als mich schuldig zu fühlen. Ich durchlebe diesen Moment viel öfter, als mir lieb ist. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an und lassen Menschen wie Archie Bickle die Konsequenzen spüren. Ja, Nati, wir kriegen sie. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir werden sie bestimmt kriegen. Angefangen bei Harlow. Wenn Nati das sagt. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war sehr hilfreich. Warum denn auch nicht? Das ging flugs und schnell. Dann kommen wir jetzt zu Poppy. Irondale war doch irgendwo hier hinten. Bei dem kleinen Irondale-Dieb. Den Niffler, den wir noch immer haben. Triff dich mit Poppy. Eine Kuh. Das sagt die gerade auch. Hat er mir jetzt gar nicht angezeigt, dass die Aufgabe zu Ende ist? Witzig. Ich werde hier noch mal kurz verkaufen gehen. Hallo, schön, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wie kann ich behilflich sein? Eigentlich gar nicht. Du sollst mir nur ein paar Sachen verkaufen Sie hier? Abkaufen. Mir fällt gerade auf, ich habe die Quest nicht gemacht. Oh, ich gebe zu, weil ich auch nicht scharf auf die Quest bin. Mit dem Laden, die PlayStation-exklusive Quest. Ich habe die schmerzhaft scheiße in Erinnerung. Da prallen sie schon damit, PlayStation exklusiv hier. Und am Ende war ich überhaupt nicht so beeindruckt von der Quest. Auch wenn sie mit Abstand das Kreativste ist, was ich in diesem Spiel durchaus erlebt habe. Aber. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Die war einfach viel zu lang. Also ab einem gewissen Punkt dachte ich mir, boah, ey, komm, nee. Bitte, lass das zu Ende sein.
Ups. Schön im Schnee hier. Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Juhu! Ich lebe sogar noch. Du bist hier. Bin ich. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek. Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Schauen wir uns doch mal um. Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Du hast komische Vorstellungen, Poppy. Mondsteingarten heißt das Ganze. Könnte da ein Mondstein drin sein? Ich weiß es nicht. Im Mondsteingarten. Revelio. Du glaubst die Gerüchte. Wir finden es wohl heraus, was? Confringo! Oh, Hiccup. Ach, Geld. Geld. Das Wichtigste. Noch ein aggressiver Sumpfradler. Ah, was? Hindo, Bombarda. Ah, Gott. Nee, greif mal nicht mich an, du dumme Backe. Tada! Was soll mit denen los sein? Die sind halt ein bisschen aggro. Wir wollen nicht, dass wir den Mondstein hier rauskriegen. Confringo! Akio! Oh, warte mal, was? Moment! Eins hiervon muss optional sein. Das ist nicht optional. Ha, ich brauch so einen Schmetterling. Wir schauen uns erst mal um. Fubas! Fupa! Ach, wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören... Ach, wenn der Mondstein hier ist und auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Ich würde mal sagen, die Chance ist gegeben. So. Kreis und was ist da drauf? Nicht das. Ich habe das Falsche genommen. Gibt es irgendwas? Warum bin ich nicht überrascht? Gott. Erst die Fupa und jetzt das. Verdammt, Leute. Gibt es nicht. Akio. Schon klar, dass das nicht geklappt hat. Dankeschön. Und, das ich denke, vorne. Wir sollten Motten finden. Ach. Lumos. Lumos. Lass es, Nati. Nicht Nati, Poppy. Protego. Ah,
Ah, okay, ich verstehe. Akio! Nee, ich bin auch ein bisschen... Lumos! Lumos! Poppy ist immer sehr leidenschaftlich dabei bei sowas. Sag mal, was ist denn das hier? Akio! Und, da vorne. Okay. Kohle. Haufen Kohle. Cool. Ist sonst noch irgendwo irgendwas, wo ich sagen kann, huhu. Ach, das war aufgegangen. Okay. Ah, okay. Noch ein Hindernis. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Ich auch. So schnell kann's gehen. Wunderschön. Ja, ne? Ras. Okay. Du nimmst mal einmal hier mit. Ich weiß nämlich gerade nicht, wofür das hier ist. Warte mal. Hier ist gar nichts zwischen. Das ist ja frech. Ganz frech. So. Okay. Oh nein! Nein. Lumos. Aha, drei Stück, ja. Dann hole ich mir aber erst den da hinten. Ich hoffe nämlich, dass die Brücke oben bleibt. Oh nein, ich werde jetzt nicht extra wieder nach hinten rennen, um auszuprobieren, was passiert, wenn ich den Schmetterling dahin packe. Ist mir egal, so gut kann der Loot gar nicht sein. Ich meine, dass wir wirklich noch am meisten in Poppys. Du hast es geschafft. Contringo. Ich hatte gehofft, wir müssten keine Magie anwenden. Ja nun, ne? Nochmal tun. Oh. Bombarda! Kindo! Okay. Contringo! Ey, der lebt noch. Contringo! Stufe Kendo! Er lebt noch! Frech! Okay. Ich kann Zungen von denen einsammeln. Das sage ich jetzt mal nicht. Dort, wo das Wasser brodelt. Seltsam. Schauen wir uns das näher an. Ganz deiner Meinung. Wo das Wasser brodelt. Da. Okay. Wo bin ich hier? Oh. Finde den Mondstein. Wie hübsch. Und ganz viel Fubas. Bei Merlin. Aus der Nähe ist es noch schöner. Hier sind wir richtig. Ja. Ich bin ganz sicher. Contringo! Bei dem, was Fupa anrichten können, hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Ich weiß nicht. Ich höre Ihnen jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Das stimmt. Als der Mondstein hier sein sollte. Das heißt, wir sind Ihnen einen Schritt voraus. So, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Wir müssen erstmal hier raus.
Ach, sprich mit Poppy. Mist, Poppy, komm zurück. Ach, sie ist da oben geblieben. Man sollte auch lesen, was da steht, bevor man einfach drauf losspringt. Die rührt sich aber auch nicht einen Millimeter. Die sagt sich, nein, wenn die wegspringt, dann hat die Pech gehabt. Dann muss die halt wieder hier hinlaufen. So. Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Ah, wie praktisch. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Doran würde uns nicht wissentlich in Gefahr bringen. Du hast recht. Ich mache mir sicher unnötig Sorgen. Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Da hinten. Ha. Oh nein! Übrigens, wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Ach ja. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Na dann. Ich denke, wir können ziemlich sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Aha. It's magic! Ah, Mondkälber! Oh, guckt euch an, wie süß sie sind! Es war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist das Muster, das sie auf dem Boden hinterließen, normal? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal gesehen? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen... Aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du das? Du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Bei Merlin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem, was ich gesehen habe, tust du genau das. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Gut, dass du es mir gesagt hast.
Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Na gut, ich bin jederzeit bereit zu gehen. Sebastian habe ihr versprochen, dass ich da sein würde, wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen, und zwar allein. Sie sagt, er klinge nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mein Federkiel hat meine Botschaft klar ausgedrückt. Dein Federkiel? Im Schatten des Relikts ist, meine ich, erstmal die vorerst letzte Quest, die man mit, ja, das ist die vorerst letzte Quest. Sebastians Questreihe kann man nämlich tatsächlich erst nach dem Hauptspiel gänzlich abschließen, je nachdem, wie man sich entscheidet. Aber die werden wir nächste Folge machen, im Schatten des Relikts. Mal sehen, ob bis dahin auch Nati sich gemeldet hat oder vielleicht auch nochmal Poppy. Mal schauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.